Und damit willkommen zu einem neuen Video. Ich, für mich geht heute ein kleiner Traum in Erfüllung. Ich habe es im letzten Video schon angekündigt, in dem RS4, dass ich demnächst mit dem großen Bruder vom RS4 unterwegs bin. Und das bin ich heute. Insofern willkommen aus dem RS6 Performance. Und als wenn das Auto mit 605 PS und 750 Newtonmeter nicht schon genug Leistung hätte, sitzen wir hier nicht in einem normalen RS6 Performance, sondern in einem leicht modifizierten, würde ich mal sagen. Denn diese Kiste hat mehr als 800 PS, satte 1200 Newtonmeter und der Claudio, der Besitzer von dem Auto, der mir den netterweise zur Verfügung gestellt hat, hat gesagt, er hat gemessen 2,8 Sekunden von 0 auf 100 gebraucht. Und das in einer Limousine, die über 2 Tonnen wiegt, das ist einfach nur krass, finde ich. Und ja, wir drehen jetzt erstmal eine kleine Runde. Ja, wir haben das Auto den ganzen Tag und können ein bisschen damit Spaß haben. Das machen wir nämlich jetzt. Und dann suchen wir erstmal einen geilen Platz, wo wir euch das Auto zeigen können. Und dann, ja, wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit den Bildern. The engineers at Audi have come up with a solution to that perennial gliding problem. Not landing where you took off. Of course, marking a glider does call for a rather special car. The Audi Quattro accelerates faster than Concorde. Der nicht geil. Ich bin echt den ganzen Tag, oder Mike und ich sitzen hier im Auto und lachen uns einen ab, weil das Auto einfach so krass klingt. Und hört mal, wir fahren jetzt ganz normal, 2000 Umdrehungen. Hört ihr irgendwas? Ich höre nichts oder beziehungsweise nicht viel. Und das Geile und der Trick daran ist, jetzt nehme ich einmal hier in der Mitte den Schaltknauf, drücke den nach unten und dann bin ich im Sportgang. Und dann hört einfach mal, wie krass das Auto dann sofort bollert. Das ist unfassbar geil. Und jetzt einmal festhalten, dann drücke ich nämlich mal drauf. Kamera ready. Alter Schwede, wie klingt bitte dieses Auto? Das ist so krass. So, warten wir noch mal ein bisschen und gleich geht's noch mal einen Gang runter. Hey, so, machen wir mal wieder ein bisschen leiser, sonst hört ihr mich ja gar nicht mehr. Ich muss sagen, das ist bisher wirklich, wir haben eben überlegt, das krasseste Auto, was ich bisher gefahren bin. Bisher von der Leistung war es der Mercedes SL von Kicherer mit knapp 720 PS. Der hier hat jetzt 800, der Claudio sagt wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, er hat so lange nicht mehr gemessen. Aber von der Leistung, wie gesagt, das ist eine Limousine. Ihr kennt das Auto, den RS6. Es ist brutal groß und er zieht einfach wie an der Schnur nach vorne weg. Es ist unfassbar, klar, Allrad, aber dass er die Leistung so unglaublich auf die Straße bringt, damit hätten wir nicht gerechnet. Und es klingt so geil. Jetzt sind wir wieder in der Ortschaft, mache ich das Auto mal wieder leise. Wir wollen ja hier nicht die guten Nachbarn nerven. Aber ihr fragt euch mit Sicherheit, wie er es überhaupt geschafft hat, hier die Leistung reinzubringen. Und natürlich
zuallererst hat er natürlich eine Software drin. Er hat eine neue Abgasanlage, die jetzt nichts für die Leistung bringt, aber natürlich, hier ist ein Blitzer, Gott sei Dank sind wir gerade leise und reden oder fahren langsam und reden. Die Abgasanlage, die ist natürlich für den Sound, das bringt nicht viel Leistung. Er hat neue Turbolader drin, die aktuell auf 1,8 Bar laufen und wenn ich mich nicht irre, natürlich eine andere Benzinpumpe, die braucht das Auto, weil sonst kriegt es die Leistung gar nicht mehr durch und geht sofort kaputt. Und ansonsten war es das, glaube ich. Er fährt zu den Turboladern, die kannst du nämlich natürlich auch noch einstellen auf 1,6, 1,4 Bar. Umso mehr Leistung bringen sie runter. Das macht er dann, wenn er mal auf den Track geht mit dem Auto. Das fährt nämlich relativ oft bei Viertelmeilenrennen mit, wenn jemand... Gegen Audi RS6. Ich gebe nochmal Gas. RS6 mit einer 11,1, 202 km/h, der Challenger mit einer 12. Schaut, wer bei zu solchen Treffen geht hier in Norddeutschland, schaut mal auf dieses Auto. Ihr habt es ja gesehen, es hat die Werbung vom Restaurant drauf und ich kann es nur sagen, geht dort mal essen. Es ist einer der geilsten Spanier in Hamburg. Claudius heißt er und ja, schaut vorbei. Ich bin regelmäßig dort, also kommt mal vorbei, dann sehen wir uns vielleicht und trinken Bier zusammen. Ja, aber zurück zum Auto. Ich bin wirklich fasziniert. Ihr wisst ja, ich bin großer Audi-Fan. Habe mir im letzten Video den RS4 ja auch zusammengestellt, weil ich wirklich ernsthaft überlege, das Auto Probe zu fahren. Leider habe ich bisher noch keinen zum Testen bekommen, aber ich denke, das wird sich in Zukunft ändern. Heute, wie gesagt, mit dem großen Bruder und ich war so happy, dass wir das hinbekommen haben, dieses Auto zu fahren. Ich bin echt fasziniert von dem Auto, von der Leistung, vom Interieur hier in der Mitte. Der Mittelkonsole, alles in Carbon. Ich selber hätte das Lenkrad wahrscheinlich in Alcantara genommen, das gibt es ja auch noch als Auswahl, aber ansonsten hat er alles, was man möchte. Noch ein geiles kleines Feature, die Soundboxen von Bang & Olufsen, natürlich die gute Anlage, kommen rausgefahren, wenn man das Auto startet. Ja, aber ansonsten, ich würde sagen, lass uns noch mal ein bisschen hören, wie das Auto klingt. Und ja, wir fahren einfach jetzt hier noch ein bisschen durchs schöne Schleswig-Holstein. Natürlich wollen wir auch noch mal von 0 auf 100 durchbeschleunigen. Jetzt ist die Straße gerade frei und wir dürfen vor allem 100 fahren. Das ist ja das Wichtigste. Oh, ist der laut. Das ist vor allem das Wichtigste. Insofern festhalten, alles im Griff und wir beschleunigen einmal von 0 auf 100. Wir sind schon lange drüber. Alter Schwede, wie schnell war das denn bitte? Ich hoffe, ihr habt es nicht an meinem Blick gesehen. Boah, das war geil. Fuck my life. Jetzt muss ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen oder hören. Ihr müsst einfach hören. Hört euch bitte das Maschinengewehrfeuer an, was das Auto rauslässt, wenn er runterschaltet. Das ist erstmal das erste Mal. Das ist so krass. Und jetzt drücke ich nochmal drauf. Und nochmal runter. Alter Schwede, das ist doch nicht normal. Das ist doch wirklich nicht mehr normal, das Auto. Ich hoffe, ihr kriegt den Sound genauso gut mit wie wir hier. Na, kannst die Kamera halten? Wird schwierig tatsächlich. Und nochmal ein bisschen Feuer. Na, da war ich ein bisschen. Ja. Wir bekommen jetzt langsam Hunger. Das heißt für uns, wir fahren zurück, denn wir sitzen ja heute an der besten Quelle, wo man essen kann. Das heißt, wir holen uns ein paar Tapas bei Claudius und wir haben das Navi angemacht, damit wir den schnellsten Weg kommen oder den schnellsten Weg haben zurück zum Restaurant. Und schaut mal, einmal hier, es geht jetzt auf die Autobahn. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, auf welchem Stück wir hier raufkommen. Das heißt, entweder wir haben jetzt die Autobahn frei und können nochmal Gas geben. Das werden wir jetzt sofort sehen. Oder wir müssen das Auto halt jetzt schon leise machen und fahren dann ganz entspannt nach Hause. Aber
So, grün ist es. Und ich glaube, es sieht hier relativ frei aus. So ist es natürlich, wenn die LKWs rausfahren. Ja, hier vorne wird jetzt leider wieder beschenkt. Insofern, ich hoffe, ihr konntet noch mal kurz den Sound hören. Aber wir fahren jetzt langsam zurück und dann sehen wir uns gleich wieder beim Essen. So, wir sind wieder angekommen hier beim Restaurant. Das Auto ist noch heil. Wir stellen es jetzt wieder ab und ich würde sagen, wir essen ein paar Tapas und ihr schaut dabei zu und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wie ihr es kennt, mit einem neuen Video. Schöne Woche!